Ich nehme mal an, dass ihr kleinen, verzogenen Gürn euch nicht eine Sekunde lang mit der Geschichte dieser Gegend hier beschäftigt habt, bevor ihr mit eurem schicken Schneemobil hier hochgebrettert seid. Im Zweiten Weltkrieg war die Gegend um Öxfjord für die Deutschen von sehr großer Bedeutung. Der Hafen der Stadt war überaus wichtig für ihre Kriegsschiffe. Die hier stationierten Soldaten machten allen das Leben zur Hölle. Sie schlugen und folterten. Das waren keine Menschen, sondern Ausgeburten der Hölle. Seht mal! Oh. Reichtum, Reichtum und Ruhm, Kleiner. Sag noch, lass uns ans Meer fahren.